Was ist sieht auf, bin nicht drauf vorbereitet. Oh, ist die neue Arena schön. 11 zu 1. Ich habe zwei Versuche. Alright, Leute, willkommen zurück zu Chaos Battle League. Eine neue Arena ist in dem Spiel, eine neue Legendäre, eine neue Herausforderung, die ich auch machen will. Ich habe aktuell diesen Kalender hier am Laufen. Bei 28 Tagen gibt es eine legendäre Truhe, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Truhe ist, sieht nach legendär aus. Aber immerhin haben wir hier eine epische schon mal. Da können wir ein paar epische Karten ziehen. 6x Minotauros, das Koboldfass, die Geier hier in diesem Spiel. Okay, das waren schlappe zwei epische Karten. Aber okay, besser als nichts, ne? Der Blechmann aus Alice im Wunderland, das ist irgendwie nice. Bin auch inzwischen in eine neue Arena hochgestiegen. Hab das jetzt nicht als eigenes Video gemacht, war jetzt nichts Specialiges. Zack, 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 wir machen noch kurz die Truhen auf. Und die neue Arena zeige ich euch auch mal kurz. Ist mal hier unten. Da, warte, wo ist sie? Da, Grim Forest. Ja, quasi der Märchenwald oder der Grimmwald. Dieses Video wird natürlich vom Noxplayer unterstützt, den ich aktuell gerade sehr, sehr gerne benutze, was mein Lieblingsemulator ist. Ich erzähle euch in der Mitte noch ein bisschen was darüber, weil ich kriege ja auch sehr oft Fragen darüber, welchen Emulator benutze ich. Wie zockst du auf dem PC? Bei Clash Royale 12 Wins habe ich geschafft. Scheiße, die fängt ja erst in 8 Stunden an. Okay, wir sehen uns in 8 Stunden. Jetzt aber. 8 Stunden können ganz schön schnell vorbeigehen, ne? Leute, ist doch schön. Mit einem Fingerschnips. Oh, eine neue Ansicht. Das war vorher nicht da. Erinnert mich an irgendwas. Kommt mir sehr bekannt vor. Aber wir haben wieder ein One-Time-Reward, wo wir den Blechmann freispielen können. Ich rate schon mal Holzfäller, oder? So ein bisschen Holzfäller könnte ja mal sein. Wir spielen mit dem mal. Oh, was ist das denn für eine Harpyre da? Die habe ich ja noch nie gesehen. So, Minotauros oder Pandoras Box. Das müsste Pandoras Box sein, ne? Ja, kenne ich auch noch nicht. Ich kenne die Karten nicht. Das ist so mies. Ich spiele das Spiel schon so ein bisschen. Ich bin ja auch inzwischen in Arena 4 oder 5. War das schon 5 oder 4? Weiß ich nicht. Aber es gibt immer noch so eine Menge Karten, die ich noch nie gesehen habe hier. Obwohl ich eigentlich schon so einige Challenges hier spiele. Die Welle. Jackal und Welle sollte eigentlich eine gute Kombination sein. Aber Jackal kann auch manchmal so böse sein. Zumindest wenn der Gegner die spielt. Wenn ich die spiele, wird er wahrscheinlich überhaupt nicht über die Brücke kommen und schon verrecken, bevor er rüber geht. Wie immer heißt es, Leute, wir holen uns die 0 Wins. Aber wir schauen uns mal die neue legendäre Karte an, ne? Warum nicht? So, mal schauen, was haben wir hier? Valkyrie und der setzt schon direkt das aus. Okay, nicht schlimm. Zack, 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 zack. Und ja, doch, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Zack. Warum er jetzt Valkyrie angreift und nicht den Spergolbald, weiß ich auch noch nicht. Oh, jetzt hat er auch selber noch ausgesetzt. Ah, Henker! Henker, zum Henker mit dem Henker. Okay, verstehe. Zack, okay. Und er ist ja richtig gepanzert. Nein, okay, verdammt. Hab viel Damage geschluckt, aber ich habe jetzt verstanden, wie die Karten aussehen. Der Henker ist jetzt legendär. Gut zu wissen. So, zack. Valkyrie noch rein und Minotauros wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er gegen Pekka laufen. Vermute ich mal, aber mal schauen. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück oder auch nicht. Der dritte und die Geschichten. Zack. Und okay. Hab leider keinen einzigen Zauber, ne? Keinen einzigen Zauber, was unvorteilhaft ist. Zack, okay. Ich müsste mal selber Henker ausspielen, aber der Pekka stört mich ein bisschen. So, zack. Tin Man, Blechmann. Relativ langsam, aber hat eine verdammt große Range, oder? Also ich meine, die Axt, die hat ja einen verdammt großen Radius. Was die an Damage an diesem Turm raushaut, ist ja insane. Das ist insane. Das ist... das ist krass. Kann man nicht anders sagen. Oh, fast hat er es geschmissen. Okay, wir setzen mal Jackal aus. Der ist aber relativ flott, ne? Ist relativ flott für seine Statur. Okay, mal schauen. Setzen wir mal gegen Pekka das hier aus. Zack. Wow, wo kommt die Sammlung? What? Friedhof ist im Spiel drin und der kam total plötzlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Verstehe. So, zack. So, greif bitte den Minotauros an. Jawohl. Wir machen mal die Welle. Flomps. Okay. Zack. Magier ist dran an dem Turm. Kriegst du den noch kaputt? Wenn nicht schlecht. Jawohl. Mein Turm ist aber auch fast kaputt, von daher. Kann man sich schon... Oh, schon wieder Friedhof. Ja, das ist ja krass. Der kommt so ohne Vorwarnung.
Der Kopf ohne Vorwarnung irgendwie. Da ist auf einmal da, plupp, weg, da ist der Friedhof. Und dann da so, was ist Friedhof? Bin ich nicht drauf vorbereitet. Shit. Ja, shit, Mann. Okay. Zack. Oh, Magier macht gute Arbeit. Magier macht sehr gute Arbeit. Sehr, sehr gute Arbeit. So, er lebt sogar noch. Macht Tower Damage. Macht sehr guten Tower Damage. So, Blechmann lebt noch. Minotaurus lebt noch. Jawohl, das Match geht auf meine Seite. Der Friedhof ist mir ein bisschen zu unsichtbar. Für meinen Geschmack ist ein bisschen zu unsichtbar. Der graut noch ein bisschen die Ära auf und dann ploppen auf einmal die ganzen Karten auf. Es ist garantiert. Wenn ich 12 Wins hole, ist es garantiert, dass ich den Blechmann bekomme. Okay. Bisher war es nicht so. Bisher war es nicht so. Bisher muss man Glück haben. Jetzt haben die es geändert. Jetzt wird es aufregender. Aber mein Deck fühlt sich... Oh, ist die neue Arena schön. Oh, ist die neue Arena schön. Oder, Leute, guckt euch das an. Alter, ich muss schon sagen, das ist wirklich in einigen Teilen so viel besser als Clash Royale. Kann man einfach nichts gegen sagen. Sage ich auch nichts. Ich mag es. So, Jackal rollt aus. Der hat die drei Schweine, die verdammt viel Schaden machen. Ist halt die drei Musketiere, auf gut Deutsch. Zack, zack, zack. Okay, der Turm ist schon zur Hälfte down. Finde ich gut. Hier setzt er das aus. Okay, dann setzen wir den Blechmann aus. Zack, okay. Die haben aber auch eine sicke Range, die Schweine. Die stehen da nicht mal halb über die Brücke und schießen schon. Zack. Okay, wir setzen hier mal den Minotaurus aus. Schafft der Mini-Packer noch ein bisschen was? Zack, okay, das Pferd wird geschossen. Zack, 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 zack. Oh, der Blechmann hat eine richtig sicke Axt-Range, muss ich sagen. Die ist richtig strong. Richtig stark. So, und jetzt wird er noch links den Turm kaputt machen. Zack, Mini-Packer überlebt. Ja, Mini-Packer ist ein guter Defense gegen Jackal. Kann man schon so sagen. Aber ich muss aufpassen, ich habe keinen einzigen Zauber. Keinen einzigen Zauber, das heißt, ich muss immer wieder an diesen Turm dran, bevor ich hier irgendwas machen kann. Die Schweine haben aber eine verdammt gute Range, ne? Das war sick. Aber die Arena ist hübsch, die ist gut gemacht. Gefällt mir. So, hier Blechmann, raus. Darf die Range nicht vergessen. Und... Zack. Koboldfass und drei Musketiere. Ist natürlich eine schöne Kombination. Ist natürlich eine schöne Kombination, ne? Zack. Okay, Turm ist down. Wir machen noch den Tower kaputt. Zack, 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 zack. Alright. Alright. Doch, das sieht gut aus. Wenn er links jetzt noch ein bisschen was verteidigt, dann haben wir hier eigentlich einen geilen Push. Tut er aber nicht. Der ignoriert's. Schade. Schlumm, schlumm, schlumm. Schlumm, schlumm, schlumm. Ja, das Koboldfass geht mir auf den... Das ist nervig. Das ist nervig. So, Welle. Welle. Flumps. So, zack. Okay, Welle kann vielleicht Overkill gewesen sein, aber ich hoffe mal nicht. So, zack. Blechmann, schlumm, 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 schlumm. Oh, der hat ein bisschen nicht gereicht. So, Blechmann gegen Blechmann. Zack, zack, zack. Okay. Okay, okay. Alright. So. Okay, Mini-Packer dran. Oh, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat natürlich viel Elixier gekostet für ihn. Ich baue jetzt den Push auf und setze Jackal und, sag ich mal, den Blechmann aus. Und dann noch Jackal, komm mal, zack. Okay. Oh, Alter, Herzstillstand. Weil die Schweine waren an meinen Tower dran und das hätte so schnell kaputt gehen können. Und somit steht es schon 7:0. Und apropos Grafik, Leute. Für dieses Spiel braucht man echt ein starkes Smartphone, wenn man die Grafikkarte volle Kanne hochdrehen will. Und falls euer Smartphone nicht stark genug ist, ich kriege ja auch sau oft die Frage, hey, wie spielst du auf dem PC? Wie spielst du das Spiel überhaupt? Mein Handy ist zu schwach, ich habe keinen Platz auf dem Handy oder sowas. Wenn ihr einen halbwegs guten PC habt, holt euch einen Emulator. Ich benutze dabei Noxplayer. Noxplayer ist in meinen Augen einiges schneller
als andere Emulatoren, die es so gibt auf dem Markt, auf der andere Bekannte, ihr wisst Bescheid. Der ist um einiges flotter, viel weniger Werbung und natürlich kriegt ihr so viel mehr Features damit. Ihr könnt zum Beispiel die Tastatur belegen. Ich krieg so oft die Frage, wie kannst du denn eigentlich in einem 3D-Shooter mit Maus und Tastatur spielen? Und da kannst du einfach mit diesem Emulator hier festlegen. So, da seht ihr, da könnt ihr hier einfach festlegen, ne? Da ist das Zielkreuz, da ist das Steuerpad, legt er hier in die unten in die Ecke. Für Chaos Battle League ist das jetzt eher unpraktisch. Da kannst du die Karten verlegen, dass du mit einer Karte mit dem hier mit dem Buchstaben auswählst. Kann auch praktisch sein. Oder aber Fake Location, das ist auch lustig. Ich habe oft meine Location irgendwie irgendwo anders in Deutschland hingesetzt. Manchmal setze ich das in die Schweiz. Und jedes Mal, wenn ich so eine Kiste gespendet habe in Clash Royale, hat einer gesagt, ich weiß, wo du wohnst. Und ich so, ja, viel Erfolg. Da kommen irgendwelche komische Sachen, wo ich irgendwie Kilometer weit weg bin. In meinen Augen aber auch der größte Vorteil von dem Nox Player ist es, dass ich diese Auflösung einstellen kann. Ich habe ja dieses breite Bild erst, seit ich auf den Nox Player umgestiegen bin. Und wie gesagt, der ist um einiges schneller, der ist echt flott. Es kommt einfach keine Werbung rein, man kann die Spiele locker easy installieren, starten, alles, was ihr aus dem Android-Gerät kennt und ihr spart euer Smartphone damit. Zum Beispiel, wenn ihr irgendeine App installieren wollt, wo ihr euch nicht sicher seid, ob die Bob sicher ist. Rein damit in den Emulator, macht eh nichts kaputt. Ja gut, sollte man trotzdem aufpassen, weil eure Daten ja hinterlegt sind, also nicht einfach reinschmeißen. Und wenn ihr keinen Platz oder euer Handy zu schwach ist, Bams, kriegt ihr diese wundergeile Grafik hier mit dem Chaos Battle League zu sehen. Mit dem Emulator könnt ihr auf eurem Rechner einfach so easy peasy spielen, ohne irgendwas dafür zu machen. Aber als YouTuber kommen einfach noch so weitere viele Vorteile, so massiv krasse Vorteile. Ich muss nie auf den Akku schauen. Ne? Wie oft ist mir schon der Akku leer gegangen im, hier, in Clash Royale, wie oft ist mir da der Akku leer gegangen, weil ich gerade mitten im Match war oder sonst was gemacht habe. Geht hier nicht. Der Akku bleibt voll. Und vor allen Dingen die Internetverbindung bleibt stabil. Ist halt stabil. Alter, wie lange braucht der Magier für diese Päcker? Für diesen Pack? Oh Gott. Okay, genug von Emulatoren geredet. Wir müssen hier diesen Turm holen. Ja, das war ein sehr schöner Tornado. Hat echt geil reingezogen. Alles finde ich sehr gut. Danke schon mal dafür, Alblali. Zack, alright. Okay, das geht. Das war sehr gut. Das war so gut. Sein Tornado. Ja, er ärgert sich bestimmt gerade auch mega über seinen Fail. Alright. Passiert. Bin ich nicht traurig drum. Zack. Sein linker Turm ist auch schon fast down, aber nicht ganz. Okay, das haben wir noch ganz gut gedreht, ehrlich gesagt. Hätte schlimmer werden können. Wo war ich? Jetzt können wir wieder zurückkommen. Akku geht nicht leer. Internetverbindung ist stabil, sprich keine WLAN-Geschichten oder kein 3GS oder was auch immer braucht ihr. Falls ihr gerade irgendwie kein Volumen habt und kein WLAN zu Hause habt, dann habt ihr natürlich immer noch den Rechner. Zack, das Match geht down. Das ist Win Nummer 8. Wunderschön. Zu 1. Ich habe 2 Versuche. Habt ihr Bock auf epische Musik? Ich hab Bock auf epische Musik. Wir lassen den 12. Well mal mit. Richtig Krawacho, rein damit. Julie, keine Gilde, okay. Muss nichts heißen. Mal ganz gut an, würde ich sagen. Ne? Kann man sich nicht beschweren. So, ich mach mal hier solche Türe rein. Einfach weiß und perfekt sein. Blechmann. Okay, das wird was. Das sehe ich doch jetzt. Wenn das keine 12 Wins werden, dann weiß ich auch nicht. Das ist so epische Musik. Ah, wir hören weiter die epische Musik.
spektakuläre 12-Match, aber es ist ein 12. Match und wir holen uns somit unsere neue Legendary. Yes! Ah, erst in Clash Royale die 12 Wins geholt für die Flugmaschine, jetzt 12 Wins für die neue Blechmann-Legendäre. Somit ist es meine zweite legendäre Karte in diesem Spiel. Garantiert halt, endlich mal garantiert. Dankeschön dafür, Entwickler. Ja, und dafür. Egal, wir holen uns unsere Legendary. Boya! Schön. Schön, schön, schön. Tin Man, Legendary Card. Und das waren die 12 Wins. Und wir kriegen noch eine schöne 10.000 Münzentruhe drauf mit 500 Karten. Die Aufnahme ist auch da. Die ist nicht abgestürzt. Wunderschön. 57 mal Scarabs. 107 Pyramiden. 116 Pestaleros. Taverne. Cyclops. Okay. Jetzt noch 22. Das ist eine neue Karte. Sashimo. Ich habe die noch nie gesehen. Sind aber auf jeden Fall eine Menge neue Karten reingekommen in das Spiel. Ist eigentlich krass, was hier reinkommt. Jetzt 22 mal Episch. Ah, schon wieder nicht. Sonst wäre es jetzt noch eine zweite legendäre Karte gewesen. Das wäre geil, oder? 13 mal Bohia, die Prinzessin auf gut Deutsch. Da ist sie. Da unten steht, die kommt noch raus in 5 Tagen, aber ich kann die schon mal anklicken. Finde ich sehr schön. So, von der Spielweise her würde ich eigentlich sagen wie Genie, oder? Ich könnte eigentlich Genie ersetzen. Oder die Musketieren. Lass uns die Musketieren ersetzen. Somit habe ich 2 legendäre Karten in meinem Deck. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie ich mit dem Emulator Videos runterlade. Der Emulator heißt Nox Player. Ist in meinen Augen wirklich der beste. Ich habe jetzt schon ein paar ausprobiert und das ist der schnellste. Wenn 12 zu 1 und eine legendäre Karte kein Like verdient, Leute, was dann? Was dann? Komm on, gib mir das Like. Gib mir. Seid nicht so geizig. Ich verdiene eh nichts mit Likes. Ist eigentlich nur für den Schlong, damit er größer wirkt. Den Nox Player verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr Bock auf den habt, auf eurem Rechner mal zu spielen, falls euer Handy mal, wie gesagt, es hat viele Vorteile gegenüber einem Handy und gerade als YouTuber ist das perfekt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr bei Spaß hattet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.